Mann, wir sitzen in der Klemme hier. Die wissen, was zu tun ist. Die bringen uns heim. Einholen und aufweilen! Feindliches Feuer! An den Starken, wir holen den Feuer! Alle Segel, sie verdrängt das! Genau da rein! Laden noch nach, Sir! Vorsicht, Mann! Ich sehe sie! Riesenmädels hatten wir schon, dass wir nur vor drauf zufahren sollen. Oder wir haben es ja gesehen. Diese Gewässer werden vom Feind bewacht. Feuer! Komm schon, trefft die! Danke, es ist ein Kutter! Die schießen mit Mörsern! Mehr als ein! Die sind zu stark! Wurden getroffen! Feuer! Das ist die Wahrheit! Feuer! Da ist ihre Schwachstelle! Feuer! Wir verkraften keinen Treffer mehr! Scheiße, nicht schon wieder. Am besten suchen wir unsere große Welle und flüchten dann. Aber nur wohin? Passt auf diese Galeonen auf, dass sie uns keinen Ärger machen! Ach so, wir sollen sowieso entkommen. Fast fertig, Sir! Sind bereit, Sir! Feuer! Befiehl, was dir sinnvoll erscheint, Mann! Wir sitzen in der Klemme hier! Die wissen, was zu tun ist! Die bringen uns heim! Feindliches Feuer! Entkommen diesen Schiffen! Ich sehe sie! Okay, jetzt voll drauf zu und in der Hoffnung, dass sie nicht sterben. Es ist ein Kutter! Spanische Flagge! Sie haben Hilfe, Captain! Boy! Wasserhose! Umfahr dieses Ding! Welches Ding? So diesen. Oh. Alter, war schon richtig krass gemacht, muss man schon sagen, ich mach gleich mal einen Screenshot. Okay. Wasserhose. Verfolgt er uns? Nee, der ist weg. Oh, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Kurs beibehalten, Mann! Nein! Werf die Top- und Bramsegel! Boah, der fast erwischt dann. Mars- und Top-Segelwerk! Vieren und Fahrt aufnehmen! Lasst uns den Wind... Feuer! Komm schon, trefft die Bastarde! Sind bereit! Leesegel heißen, los geht's! Wir halten den Wind so gut sie es kann. Monsterwelle von Backbord! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Doch noch ein Wirbelsturm. Scheiße, scheiße, scheiße. Bitte, 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 bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht. Boah, fuck. Wir sind sicher nahe am Ziel. Glück gehabt.
Beim Klabauter, Mann! Wir leben! Was für ein Chaos, Herrgott! Bei Gott, da haben wir dem Tod noch mal ein Schnippchen geschlagen. Ich bin Edward. Hab vielen Dank für deine Hilfe. Adewale. Hast du schon mal in Nassau, Adewale? Noch nicht. Bei Gott, sie hat gut eingesteckt, oder? Ich glaube, ich behalte sie. Alle Mann nach Achtern! Wir nehmen die Gute mit heim! Unser eigenes Schiff. Da müssen wir uns aber ein Feedback geben. Einfach gefällt mir sehr gut. Müssen wir einfach geben. Fortsetzen. Jetzt weiß ich es, Ade. Ich nenne sie Jackdaw. Nach einem listigen Vogel aus meiner Kindheit in Swansea. Ein diebisches Geschöpf, nicht? Habe ich dich etwa verstimmt, als ich mir die Brick genommen habe? An diese Art von Verstimmung habe ich mich gewöhnt, wenn ich mit Männern segle, die so bleich sind. Das stimmt. Die meisten würden dich nicht als Captain akzeptieren. Nun, welcher Posten könnte dieses Unrecht aufwiegen? Ich werde Quartiermeister. Nicht weniger. Nun gut. Und als Quartiermeister hast du da einen Rat für deinen ungeübten Captain? Ruhe und ein Mahl wären gut vor Nassau. Etwas Trinkwasser sowie Reparaturen und Proviant. Vernünftig, Sir. Jagen wir also. Finden wir einen passenden Ankerplatz. Gut. Ich habe im Frachtraum ein paar Dinge gefunden. Pulver und einige Pistolen. Wenn möglich, fertige ich einen zweiten Holster an. Das wäre ein Anfang. Findest du das lustig? Können wir einen Moment über den Zustand des Schiffes reden? Gibt's Probleme? Heute früh habe ich mir das Kanonendeck angesehen und traute meinen Augen nicht. Ein Haufen Zündeisen gestapelt wie Zunder. Sowie eine Lunte, die tatsächlich noch brannte. Ach Gott. Direkt daneben zwei Fässer Schießpulver. Näher als ein Mann seinem Weib. Die beim ersten Funken in die Luft gehen. Wir werden es ordentlich verstauen. Und die Kanonen könnten wir gleich wegwerfen. Verstopfte Zündlöcher überall. Die Läufe setzen Rost an. Die Ladestöcke gerupft wie Hühner. Und die Zündschnüre so verrottet, dass sie als Neger antaugen. Auf den Punkt gebracht, wir brauchen gute Ausrüstung, die gut in Schuss ist. Wir können nicht jede Schlacht mit Glück und Geschrei gewinnen. Also kümmere dich ruhig um deine eigenen Waffen. Solange du darüber nicht die Jackdaw vergisst. Nun wohl wahr. Wir werden dafür sorgen, dass Schiff und Mannschaft in gutem Zustand bleiben. Hoffe ich zumindest, ne? Nee, wie zersitzt, ich bin nicht der Beste beim Segeln. Stoff in den Wind. Alle Segel klar zum Setzen. Leesegel einholen. Alle Segel niederholen. Captain, halbes Segel, fangt etwas Wind ein. Segel setzen. Feuer. Nichts als Salzwasser. Aufgeilen! Nehmt Druck vom Baum! Stopp! Ram! Machsegel! Eissegel! Am Steuer. Bring die Hauptsegel in den Wind. Volles Segel, Bewegung.
Setz Topram und Marssegel! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Alle! Öffnet die Hauptsegel! Öffnet die Hauptsegel, das ist doch das Wichtigste. So viel Segel, wie ihr könnt! Wiederholen und aufkeilen! Hauptsegel! Segel setzen! Bewegung! Hoch, Leute! An! Zum Stillstand! Captain hat das Ruder. Großsegel setzen! Was soll ich denn da bitte lang hin segeln? Ist da ein Steg oder so? Klippe voraus, Sir! Mähsegel, wir reiten die Bö. Nehmt die Rahen aus dem Wind. Und die alle Segel reffen. Aufändern, alle klar zum Bergen. Captain über Bord! Gehen wir mal wieder hoch. Captain im Ruder! Öffnen und trimmen! Gut, dass wir Doppelnähte haben. Segel setzen! Was ist das für ein Bug? Topsegel reffen! Aufgehen! Aufgehen! Bergen! Alle Segel bergen, Männer! Ich lasse sie mir Pech auftragen. Gib mir etwas Fahrt! Mehr Segel! Alle Segel! Gib den Wind nach! Flaggen verstaut. Alle Segel raffen! Topsegel aufgehalten! Hauptsegel bergen! Kann man nicht irgendwie Anker lichten oder so? Anker ist ja meistens vorne. Schauen wir mal kurz hin. Nee, kein Aufzug. Hat das Schiff keinen Anker? Ja, das wollte ich doch gar nicht. Captain im Wasser! Ja, ich bin ja jetzt mal an Land schwimmen. Sie können Tiere jagen und häuten, um Tierprodukte zu sammeln. Diese Ressourcen ermöglichen Ihnen neue Gegenstände und Upgrades für Edward herzustellen. Mit dem Adler können Sie Tiere leicht entdecken. Sie erreichen das Herstellungsmenü, das Pausenmenü.
Okay, aber da wir jetzt schon über 45 Minuten drüber sind, möchte ich jetzt nur bitten, einfach bei jedem Video, das sind jetzt mindestens 3 Folgen, einfach die Meinung drunter schreiben, kommentieren, liken, favorisieren und sowas. Ihr wisst es ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.